Kürzlich bin ich von einem Journalisten gefragt worden, welche Motive auf den Scheinen der zweiten Serie der Euro-Banknoten abgebildet sind. Ich muss Ihnen gestehen, diese Frage hatte mich so überrascht, dass ich sie auf Anhieb nicht beantworten konnte. Testen Sie sich bitte selber mal jetzt. Zum Glück bin ich durch die Ausstellung Das neue Gesicht des Euro jetzt wieder auf dem neuesten Stand. Der Euro ist ein sichtbares Zeichen unserer europäischen Identität geworden. Eine Identität, auf die wir in der Friedensstadt Osnabrück nicht nur hinweisen, sondern durchaus auch stolz sind. Das beherrschende Motiv hinter der stärkeren europäischen Integration war sicher die innereuropäische Friedensordnung, die sich die westeuropäischen Staaten nach dem unermesslichen Leid zweier Weltkriege wünschten. Aber schon früh reifte die politische Absicht, die wirtschaftliche Integration in Europa durch eine gemeinsame, stabile Währung zu fördern. Mit Gründung der Europäischen Währungsunion wurde schließlich ein großer Schritt hin zu einer tieferen Integration gemacht. Und mit der Einführung der Gemeinschaftswährung wurde die Vision eines geeinten Europas im Jahr 2002, also dem Jahr, in dem die Euro-Banknoten und Münzen in Umlauf kamen, eine auch konkret mit den Händen zu begreifende Realität. Das Paradoxe an Europa ist, dass die Unabhängigkeit der Mitgliedstaaten davon abhängig ist, in welchem Maße diese Mitgliedstaaten nicht nur Belange, sondern auch Souveränität miteinander teilen. Gemeinsame Belange, gemeinsame Souveränität. Heute teilen wir einen Markt und eine Währung miteinander. Das sind unsere Garantien für den Frieden. Es ist schön, dass eine Ausstellung hierüber ungehindert durch ein friedliches Europa reisen kann. Meine Damen und Herren, die Ausstellung heute wird uns zeigen, dass Euro-Geldscheine und Münzen nicht nur Zahlungsmittel sind. Die Brücken und Bögen auf unseren Geldscheinen, die stehen nämlich symbolisch für die europäische Integration. Sie stehen dafür, dass uns innerhalb der Währungsunion sehr viel miteinander verbindet. Und dass es dem einstmals so zerstrittenen Kontinent gelungen ist, auch noch so tiefe Gräben zu überwinden. Unsere gemeinsame Währung steht daher auch für gemeinsame Werte. Institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten. Der Wert, den diese Banknoten verkörpern, ist eben ein Wert, der im täglichen Leben in andere Werte getauscht werden kann. Das kann aber nur funktionieren, wenn es vertrauenswürdig bearbeitet wird. Die Deutsche Bundesbank alleine bearbeitet pro Jahr 15 Milliarden Stück Banknoten. Das sind 15.000 Tonnen. Um sich das nur mal vorzustellen, dahinter steckt eine Riesenlogistik, die eben gemacht wird. Und insofern, jeder hat mit Geld zu tun, aber eigentlich weiß man immer viel zu wenig darüber. Und da soll diese Ausstellung dazu beitragen, die Geschichte zu erklären, die unterschiedlichen Symbole zu erklären und eben auch für Schüler, für andere einfach an das Thema heranführen. Nicht mit Geschäftsinteresse, sondern im Interesse der Länder, die dem Euro beigetreten sind. Und insofern freue ich mich, dass die Ausstellung hier heute eröffnet wird. Ich bin sehr froh, dass ich diese Ausstellung heute zum ersten Mal auch auf Deutsch eröffnen kann, denn ich habe sie schon auf Französisch, auf Spanisch und in anderen Sprachen eröffnet, aber heute reiht sich Osnabrück in die Reihe der europäischen Städte ein,
die das Privileg haben, diese Ausstellung zu sehen. Und das erinnert mich ein wenig an einen Spruch, den Friedrich Schiller geschrieben hat. Kein Mensch muss müssen, sagt der Jude Nathan zum Derwisch in Friedrich Schillers Aufsatz über das Erhabene. Und ich würde da mit ihm uneins sein, denn ich glaube, jeder Mensch muss diese Ausstellung gesehen haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.